konnte es offensichtlich nicht erwarten. Das ist es? Das ist es. Sieht viel kleiner aus. Das ist schon Omalis Bett. Ja, die wohnt ja auch nicht weit. Du kannst jetzt jeden Tag besuchen, Alexander. Na, jeden Tag bestimmt nicht. Den Fotos sah es größer aus. Ach, wir wünschen alle Platz. Nein, Mütterlein, hast du auf uns gewartet? Ja, Wolfgang, auf wen sollte ich denn wohl sonst gewartet haben? Das stimmt, ja. Und so eine schöne Girlande, meine Süße. Hallo, Omi. Jenny, mein Liebes. Hallo. Das ist ja höchstens mittlere Lage. Ist das Haus nicht ein bisschen klein für den Preis? Ja, Moritz, ich habe auch schon zu deinem Vater gesagt. Das nächste Haus könnt ihr denn kaufen, wenn es euch nicht reicht. Nicht bisschen was ansparen. Ja, Mutter, was stehst du denn hier rum? Ja, nachdem du mir die Schlüssel wieder weggenommen hattest, konnte ich ja schließlich nicht wieder ins Haus kommen. Ja, ja, da ist ja auch Anton. Hallo, du, ich muss dir ja welche nachmachen lassen. Zwei reichen ja für uns nicht. Na, Alexander. Pass auf, dass er nicht an die Haustür pinkelt. Weißt du was, du baust ihm hier am besten irgendwo gleich ein Hundeklo. Ich möchte nämlich nicht, dass er uns den Garten vollscheißt. Anton, Felix, lass dich mal anschauen. Ach, mir scheint, du musst dich schon richtig rasieren. Naja, Oma, das ließ sich leider nicht vermeiden. Finde ich in Ordnung, Tati. Schön. Wie schön das ist, ne? Ja. Schön ist das. Sag mal, Sibylle, siehst du das auch nicht, was ich nicht sehe? Was denn? Kein Möbelwagen. Ach, der kommt sicher gleich. Na gut. So, Leute. Tätätätätä! Ja, und wollt ihr die Autos offen lassen? Meinst du, dass einer was reinlegt? Immerhin seid ihr jetzt in der Großstadt. Oh. Na ja, ich werde aufpassen. Du kannst ja Anton nehmen. Also mach uns. So. Mutter, die Balken sind gerade frisch versiegelt worden. Konntest du keinen größeren Nagel finden? Ja, schließlich muss ich ihn ja sehen, wenn ich ihn einschlag. Sonst hau ich womöglich noch daneben. Das ist ein Hammer. Ich verstehe. Ein Schloss. Na? So, jetzt beginnt der Verteilungskampf. Da bin ich ja gespannt. Nein, nein, nein. Es gibt überhaupt keinen Verteilungskampf, weil Wolfgang und ich nämlich schon alles festgelegt haben. So ist es. Darf die Herrschaft mal um die Ecke bringen? So, das hier ist das Schrankzimmer. Erkennt man an den Schränken. Bravo, der Kandidat hat 99 Punkte. Und ein Schiff gewonnen. Da drin kann dazu noch auch einer pennen. Da ist doch kein Fenster drin. So, hier geht's ins Wohnzimmer. Bitte sehr, die Herrschaft. Einmal durchtreten. Einmal durchtreten. Danke. Ist das ein Panorama? Wow. Kannst du Fußball drin spielen? Guck mal, die Balken haben sie früher Schiffe draus gemacht. Moritz, wolltest du nicht Fenster gucken? Ja, nur wenn du saust. Toller Ausblick. Wie viele Telefonanschlüsse haben wir? Nur einen. Das ist viel zu wenig. Keinen. Wir haben ja am liebsten. Jetzt kommt mal hier rüber. Schafft ihr mal. Und hier haben wir einen wunderbaren Blick auf unsere neue Küche. Das wird dann dein Zimmer, Mami, ja? Ja, das erbst du ja dann nochmal. So, Leute, hier kommt unser großer blauer Tisch hin. Da werden wir tafeln. Gut. Küche interessiert euch nicht? Doch, Mami, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal schnell nach oben. Jetzt wird's konkret. Mami hat gesagt, jeder kriegt sein Zimmer. Was? Sehr groß, aber zur Not. Ich meine, mit den schrägen Wänden, wo soll ich denn da mit meinem Kleiderschrank stehen? Stellst du vor das Fenster, das ist genug Platz. Oh. Das hier, das wird mein Zimmer. Ich werde nämlich zum ersten Mal auch ein eigenes Zimmer haben. Ja. Und wir? Moritz, du bist nebenan, du bist hier. Komm her. Ha? Hochbett. So praktisch. Wirklich sehr unökonomisch, diese Dachschrägen. Und ich? Du bist im zweiten Stock, du schläfst bei uns. Ach, boah. Besuchsfenster, da sei Gott vor. Mach die Treppe nicht kaputt. Hier, Alex, da bist du. Deine Eltern. Noch mehr schrägen. Schräges Haus, das. Insgesamt. Schräges Haus für schräge Leute. Und da schlafen Wolfgang und ich. Das ist wahrscheinlich das Größte. Sehr? Kannst ja bei ihm schlafen. So. Es ist alles gerecht verteilt. Und ich bin hier. Nicht gerade intim, aber zentral. Man kriegt alles mit sozusagen. Komm mit, ist immer informiert. Felix, die Galerie, die ist für uns alle da. Wir haben für dich ein besonders schönes, großes Zimmer. Im Gartengeschoss. Was denn für ein Gartengeschoss? Gartengeschoss ist Maklerdeutsch und heißt Keller. Ach so, Unsinn. Keller? Mhm. Interessant. Schön feucht? Jetzt guckst du da erstmal an. Sei doch nicht so böse. Ich nehme den Keller.
Die Gicht und das Rheuma kriegt man schnell wieder weg. Hab ich's nicht gesagt? Was? Verteilungskampf. Pass mal auf. Das Zimmer, das hat einen eigenen Ausgang zur Straße und wir dachten, dass du vielleicht allmählich ein bisschen unabhängiger sein möchtest. Dann nehme ich den Keller und Felix kriegt mein Zimmer. Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sibylle, lass uns doch noch mal nachdenken. Ich meine, wenn Felix nicht in den Keller will. Das habe ich nicht gesagt. Dann könnte ich da meine Werkbank aufstellen, dann könnten doch beide Wagen in die Garage. Dann würde Felix Jennys Zimmer bekommen und Jenny dieses mittlere Zimmer. Du meinst mein Zimmer? Ja, aber ist ja nur ein Gedankenspiel im Moment, Wille. Wo bleibe ich in deinem Gedankenspiel? Du hast ja die Küche und das Wohnzimmer und die Galerie und unser Schlafzimmer und den Garten. Du vergisst das Bad und das Schrankzimmer ohne Fenster. Es ist doch nur bis Felix aus dem Hause ist, mein Liebes. Du hast mir versprochen, dass ich in unserem neuen Haus endlich ein eigenes Zimmer kriege. Wenn ich störe, ich ziehe sofort aus. Kein Mensch will, dass du... Das ist doch hier jetzt nicht die... Ich bin doch hier die verfolgte Minderheit, nicht du. Mami, du kannst mich auch immer besuchen. Bei mir kriegst du auch Asyl. Auf Antrag. Das ist doch nur für eine Übergangszeit. Ja, klar, erstmal ist nur für eine Übergangszeit. Also, Felix, Jenny, eure Zimmer. Ach, Mami, du. Wirklich, Mami, das muss nicht sein. Ja, ist klar, ich hab schon verstanden. Sibylle, du bist dann da sowieso nicht mehr so viel im Haus. Ja, das müssen wir Ihnen auch noch beibringen. Hm. Ich hab schon Lastwagen. Oh, das sind sie. Komm. Hat ja doch noch geklappt. Ja, mein Englein. Ah, ja. Ist doch wunderbar. Pass mal, wo ist denn der andere denn mit den Möbeln? Ist das hier bei Schäfer aus Kiel? Ja, ist bei Schäfer aus Kiel, jetzt Bremen, ja. Ich bringe nur das Schiff. Wo soll's hin? Ja, bestimmt nicht in den Garten. Da steht doch alles auf dem Frachtpapier. Zeig's mal her. Das sind die falschen, die von den Möbeln. Das Schiff kommt in den Yachthafen und der ist beim Marinehafen. Ja, sind die Möbel jetzt etwa im Yachthafen? Was heißt, die kommen heute nicht mehr an Land? Stau im Elbtunnel, da gibt's ja wohl noch andere Wege, um von Kiel nach Bremen zu kommen. Ja, nur, da kommen sie eben später, wird Nachtschicht eingelegt. Arbeitszeitordnung. Seit wann interessiert sich die Fluggesellschaft für die Arbeitszeitordnung? Können Sie mir mal sagen, wo ich heute Nacht mit meiner Familie schlafen soll? Witzbold! Die Möbel kommen nicht, was? Er empfiehlt das Parkhotel. Arschloch! Also ich finde diese Zimmeraufteilung hier auch viel besser. Ich meine, man kann sein Kind doch nicht im Jahr, Mutter, es hat sich ja nun erledigt. Wir müssen heute Nacht leider bei dir schlafen. Bei mir? Ja, bei dir. Echt? So ja. Stress. Oh, ups, ich lege eure Schultaschen schon mal wieder ins Auto, ne? Ja, ist gut. Mami, warum müssen wir schon morgen in die Schule? Also ich finde auch, wir müssen uns da erstmal einleben. Genau deswegen. Kein Bett, aber eine Schulbank. Das gibt Folgeschäden. Siehst du mal von der guten Seite. Brauchst du wenigstens keine Möbel schleppen. Ihr seid für morgen früh angemeldet, also geht ihr auch hin. Basta. So. Ach, du fährst? Ja, ich stelle den Wagen vor Mutters Haus. Morgen früh haben wir ja wenig Zeit, oder? Das ist wohl wahr. Ja. Und, Sibylle, Vorsicht. Alexander, raus aus dem Fehler. Jeder hat 5 Minuten im Bad. Erster. Mehr nicht. Zweiter. Also, Oh nein, Anton, nicht, bleib hier. Du gehst gleich in die Oma-Gasse. Oh, war das eine Nacht. Mir tut jeder Knochen weh. Sei nicht so zimperlich. Heute Nacht schlaft ihr alle wieder in euren eigenen Betten. Ich brauch kein Auge zu schnarchen. Du hast aber ganz schön geschnarcht. Ich hab nicht geschnarcht. Papi hat geschnarcht. Ich schnarche nicht. Vielen Dank, Mutter. Es war wunderbar bei dir. Tschüss, Kinder. Bis später. Tschüss, Oma. Tschüss, Oma. Es war wunderbar. So was Verlogenes. Willst du uns jetzt jeden Morgen zur Schule fahren? Nein, nur heute, damit ihr seht, wo es lang geht.
Woher weißt du das? Ich bin ja schließlich 9 Jahre auf diese Schule gegangen. Because we belong together. Nein, du musst doch hier bleiben. Hund, bleibst du hier? Anton! Hund, hier bleiben! Hier bleiben! Hier ist es, Gustav-Heinemann-Gymnasium. Die ist früher Paul-Krause-Gymnasium. Aha. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Naja, wie eine Schule eben so aussieht. Du mecker doch nicht gleich. Neue Chance, neues Glück. Das gilt auch für so sensible Fälle wie dich. Du willst doch nicht erstmal mit reinkommen. Doch. Ich muss hier noch mal eben ins Büro. Was willst du denn da? Ich muss da noch irgendwas unterschreiben. Entschuldigen Sie, sind Sie hier der Hausmeister? Sie? Luigi Nardini. Ein Mann für alle Fälle, Signora. Schäfer, guten Tag. Frau Schäfer. Mhm. Neue Musiklehrerin. Ich habe eine Bitte. Ich müsste mal ins Sekretariat zu Dr. Bronn. Viel Glück! Was geht ja noch mit dem Hausmeister weg? Wir gehen besser wieder nach Hause. Welches Zuhause? 8-mal das Übliche. Rauchen macht impotent. Wer ist denn da so klug? Also ich glaube, das stimmt gar nicht, Herr Bockmann. So. Glauben Sie das? Ein Lein und ein Dextro. Ein Lein? Ja. Trink gesund. Bin ich hier richtig, FB? Na klar bist du ja richtig. So ein Mädchen wie du ist bei uns immer richtig. Ich stehe nämlich auch blond. Ob blond oder braun, ich liebe alle Lass Frauen. Lass dich von denen bloß nicht anmachen. Die sind noch ziemlich pubertär. Oh, 90, 60, 90 sind genau meine Maße. 90, 60, 90. Dabei weiß er nicht mal, wo er messen soll. Du kannst hier sitzen, hier ist frei. Wie heißt du? Henrietta. Aber alle nennen mich Jenny. Julia, ich habe dich schon unten am Kiosk gesehen. Macht ihr alle eure Lehrer so an? Kommt drauf an. Also mit Bockmann zum Beispiel kannst du machen, was du willst. Das ist so ein liberaler Waschlappen, verstehst du? Hallo. Hallo. Moin. Du bist der Neue, was? Ist ja wohl offensichtlich. Ich glaube, du kannst hier nicht sitzen. Das sehe ich. Es ist kein Stuhl da. Nein, ich hätte ja auch nichts dagegen. Aber da drüben sitzt Pascal und der mag nicht, wenn man ihm so auf die Pelle rückt. Aha. Und wo ist Pascal? Heute kommt er, glaube ich. Ich habe ihn schon gesehen. Dann soll sich dein Pascal woanders hinsetzen, wenn es ihm nicht passt. Hey, Pascal, was willst du denn hier? Mich bilden. Darf ich mal? Danke. Tut mir leid, mein Freund. Hier kannst du leider nicht sitzen bleiben. Ich brauche nämlich viel Platz für meine Beine. Und meine Beine sind ja wohl länger als deine, oder etwa nicht? Tut mir leid, Kleiner. Hier kannst du auch nicht sitzen bleiben. Ich brauche nämlich ein bisschen Platz für meine Zeit. Macht nichts. Ich bleib hier sitzen, klär dir, was drin steht.
Haben wir beide was davon. Das ist gut. Der erklärt Pascal, was drin steht. Wir haben es alle gehört, Axel. Ja, setzen Sie uns an meinen Schreibtisch, bitte. Ja. So, und nun wieder zum Ernst des Lebens, die Herrschaften. Guten Morgen, die Herrschaften. Wir haben einen neuen Mitschüler. Wo ist er denn? Hier. Wie heißen Sie? Felix Schäfer. Schäfer mit E. Schön, Schäfer mit E. Dann machen Sie doch erstmal das Fenster auf. Das riecht ja hier wie im Mäusepuff. Hey. Wobei? Na, in der Schule. Wenn ich die Zeit dafür hätte, wäre ich wahrscheinlich saugut. Aber mit meinen ganzen Verpflichtungen bin ich eher schlecht. Was hast du denn für Verpflichtungen? Das wird man dann sehen. Wir sind ja erst seit gestern hier. Morgen. Wie heißt jetzt der Lehrer? Bockmann. Wie muss man ihn nehmen? Der ist nett, der tut dir nichts. Wenn dir eine 4 reicht, muss ich es ihm nur sagen. Dann lässt er dich in Ruhe. Eine 4 reicht nicht. Ich brauche Bio als Ausgleich. Sehr gut. Jenny. Danke. Ich darf Sie doch beim Vornamen nennen, wie alle anderen auch, oder? Sicher. Gut, Jenny. So, und nun zu unserem Goethe-Gedicht. Ich werde es erst einmal vorlesen. Deutscher Parnass. Unter diesen Lorbeerbüschen, auf den Wiesen... Wissen Sie, im Grunde sind wir eine ganz normale Schule. Sie werden sich schon bei uns einnehmen. Naja, es ist ja auch nur wegen der Kinder. Wissen Sie, ausgerechnet an der gleichen Schule, das... Ich verstehe Sie natürlich. Aber ich sehe darin kein Problem. Seit Wochen fällt bei uns der halbe Musikunterricht aus und ich schlage mich mit den Behörden. Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Entscheidungen. Ja, stimmt wahrscheinlich. Neque quod a me sit cogitatum aut inventum. Nam memoria... Trautwein, hören Sie auf. Das ist ja grauenhaft. Schäfer mit E, schließen Sie bitte das Fenster. Danke. Und die Nachtigall umkreiset mich mit dem bescheidenen Flügel. Hier in Büschen, dort auf Bäumen, ruft sie die verwandte Menge. Und die himmlischen Gesänge lehren mich von Liebe träumen. Was ist denn das für ein Hund da unten? Okay. Nichts. Also, Trautwein. Tum filus. Nihil novi vobis afferam neque... Ja, ja, das kennen wir schon. Die Übersetzung, bitte. Also, das ist ja immer noch grässlich. Johannes. Face, correct. Next one, Dominic. Eyes, right. Alexander, auch wenn das an deiner alten Schule anders war, bei uns spielt hier die Musik und nicht draußen. Na, im Moment bin ich mir da allerdings gar nicht so sicher. Ruhe! Nun ja. Benutzen wir diesen Anlass zu einem kleinen Exkurs. Der Hund, auf Lateinisch Canide, gehört zur Familie der... Haustiere. Falsch. Schläfer. Falsch. Köter.
Tölen. Anton ist keine Töle. Heißt der Anton? Mhm. Alles falsch. Der Hund gehört zur Familie der Raubtiere. Zur Familie der Raubtiere zählt man außerdem noch... Herr Dr. Bockmann, der Hund heißt Anton und gehört zur Familie der Schäfers. Frau Engelhardt! Willkommen, Frau Schäfer. Wir haben wieder eine Musiklehrerin. Frau Schäfer hat sich entschlossen, zu uns zu stoßen. Entschuldigen Sie, ich war mir eigentlich noch nicht so ganz sicher. Vielleicht könnte ich Ihnen ja morgen... Frau Schäfer, wie schön. Wissen Sie, es bricht einem das Herz, wenn man die jungen Leute hier so ganz ohne musische Erziehung sieht. Besonders die Kleinen. Ich finde es furchtbar. Sie schaffen das schon, Frau Schäfer. Und wenn Sie Sorgen haben, dann kommen Sie zu mir jederzeit. Was ist denn das für ein Geräusch da draußen? Das ist ein Hund, Herr Dr. Wolf. Natürlich ist das ein Hund, Frau Engelhardt, das höre ich selbst. Meine Frage geht dahin, ob man diesen Hund nicht abstellen kann, und zwar sofort. Sagen Sie dem Hausmeister Bescheid. Der ist schon da. Ja, dann gehe ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und Sie fangen morgen an, ja? Ja, ja. Wiedersehen. Bis morgen. Der tut nichts, Bernardini. Der will was zu fressen. Oder zu bumsen. Lass mal, ich bin hier der Fachmann. Ja, Anton ist ja gut. Ja, der will auch zur Schule gehen. Er soll raufkommen. Schick ihn hierher. Tja, Bernardini. Mona kriegt das Fell. Seht ihr, man muss so ein Tier nur richtig behandeln. Er soll weitermachen. Ja, los, weiter, Fell. Keine Angst, der frisst nur Postboten und Hausmeister. Woher kennst du Hund? Aus Dobersdorf. Das ist bei Kiel. Da haben wir mal gewohnt. Aha, Dobersdorf. Höll. Anton, Anton, hör auf, hör auf. Moritz, wie kommt der Hund hierher? Zu Fuß nehme ich an. Jetzt wird nicht frech. Sie kennen auch Hunde aus Dobersdorf? Wie kommen Sie denn jetzt auf Dobersdorf? Na los, wir warten. Aber das ist doch Sibylle. Sibylle. Schmulli. Sibylle, bist du jetzt auch an unserer Schule? Ja, neu. Moritz, das erkläre ich dir später. Seit heute. Wie lange ist das her? Was ist mit Felix? 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 Felix ist 18. 18 Jahre. Eine lange Zeit. Ja, vielleicht verschieben wir das auf später. Wir sehen uns ja dann im Lehrerzimmer. Moritz, jetzt gib mir mal Anton. Nun komm, komm, sei lieb. Es muss irgendwas passieren mit Anton, ne? Wenn er nicht weiter will, enttäuschen wir unserem Publikum. Publikum? Was denn für ein Publikum? Ich wusste gar nicht, dass du Anton mit hattest. Hab ich doch nicht. Da ist uns hinterhergelaufen, hat die ganze Schule aufgemischt. Ah, ja, ja, gute Miene. Ich muss jetzt dringend zum Schützpunkt. Ich dachte, du kommst eher. Ja, das weiß ich ja. Na, hau ab, ich mach das schon. Ach, Sibylle. Hm. Klappt's denn nun? Ja, ja, ich kann morgen früh anfangen. Und Moritz hat schon was mitgekriegt. Und weißt du was? Nee. Schnulli ist an der Schule. Schnulli? Was für ein Schnulli? Na, du weißt doch noch. Schnulli. Nee, weiß nicht mehr. Bis heute Abend, Sibylle. Okay, Herr Müller, wir können. Wissen Sie wohin? Ja. Okay.
Ciao, Felix. Bis morgen. Bis morgen. Zell ist im Arzt, bei dem musst du dich vorsichtig. Aber Brenner ist süß, der war so auf dem Kasten. Danke, Julia. Okay, tschüss, bis morgen. Tschüss dann. Na, wie war's bei dir? Keine besonderen Vorkommnisse. Angeber. Dann, na, warte. Heute nicht, Jakob. Morgen vielleicht. Okay, ciao. Haltet euch fest. Was ist denn? Nur damit du nicht umfällst. Bad News. Wo ist denn Alexander? Keine Ahnung. Hey, Alexander! Komm mal schnell. Was ist los? Unsere Mutter will wieder unterrichten. Ratet mal wo. Hier. Hier. Das glaube ich nicht. Doch. Das wird schon fest. Ich habe Musik abgegeben. Für mich ist es kein Problem. Ich höre mal Musik. Es geht doch gar nicht um Musik. Sie kungelt mit deinen Lehrern rum. Jeden Tag. In jeder Pause. Kurzer Dienstweg. Also Frau Schäfer, was sich ihr Sohn da wieder geleistet hat, so geht das. Ich glaube, dass sie das gar nicht will. Es passiert ganz einfach. Automatisch. Aber wir könnten jeden Morgen mit ihr zur Schule fahren und 10 Minuten länger schlafen. 10 Minuten länger Albträume. Ja, was machen wir jetzt? Ich könnte mir einen neuen Namen suchen. Moritz Müller. Klingt auch nicht schlecht. Das hältst du doch gar nicht durch. Das ist doch Unsinn, Moritz. Wir müssen einfach mit dir reden. Guten Tag. Was ist das? Küche. Küche? Sibylle, wo Küche draufsteht, das kommt doch auch in die Küche, oder? Ja! Küche, die Küche, ist doch logisch. Stellen Sie das mal bitte auf den Tisch, ich packe das nachher aus. Mami! Danke. Hallo Oma, wo ist Mami? Hier, wo seid ihr? Sag, dass das nicht stimmt. Also was ist los hier, kann man mal durch? Komm mal mit in die Küche. Nein, Sie nicht, das kommt nach oben, Mittelzimmer vorne. Oh Mann. Ja, es stimmt. Ich werde wieder arbeiten. Schmerz, lass nach. Aber Mami, das kannst du doch eigentlich nicht machen. Das ist gegen die Menschenrechtskonvention. Und das Datenschutzgesetz. Jeder freie Schüler hat das Recht. Ich verspreche euch, dass ich weder gegen die Menschenrechtskonvention noch gegen das Datenschutzgesetz verstoßen werde. Es tut mir auch leid, dass wir in der gleichen Schule gelandet sind. Es geht nun mal nicht anders. Was ist mit Anton? Soll er jetzt jedes Mal mitkommen? Ach was. Für Anton werden wir auch eine Lösung finden. Nicht? Da brauchst du mich gar nicht so anzugucken. Erst der Hund und am Ende der ganze Haushalt. Das glaubt man ja nicht. Nicht mit mir. Ich muss jetzt sofort mit Papi sprechen. Er muss das verhindern. Wo ist das Telefon? Ja, nee, lass mich mit ihm sprechen. Oh ja. Also, der Admiral landet morgen früh um 7 mit dem Hubschrauber. Da drüben. Dann kriegt er erstmal einen Pott Kaffee in meinem Dienstzimmer. Und dann geht's mit deiner Fregatte los. Schätze 7.30 Uhr. Mhm. Ist mir natürlich lieber, wenn er mit den Schiffen anfängt. Ich weiß noch nicht, wie gut ich den Stützpunkt im Griff hab morgens um 7. Kapitän, Telefongespräch für Kapitän Schäfer. Nimmst du dann? Muss ja dringend sein, du Affe. Ja. Danke. Fregatte Augsburg, Kapitän zur See Schäfer. Geben Sie durch, Elbe-Weser Radio. Over. Schäfer, over. Wer ist da? Over. Oh, Mutter. Oh, 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 over. Da kann ich die Kinder natürlich verstehen. Aber ich habe euch ja gesagt, mit meiner Hilfe könnt ihr nicht rechnen. Mutter, ich verstehe nur Bahnhof. Ist die Bille in der Nähe? Over. Wolfgang, hast du was gesagt? Ist das etwa eins von diesen schrecklichen Telefonen, wo man ständig over sagen muss? Oh, die hat's erfasst. Ja, die Bille, was ist denn los? Die Bille, ist dir klar, dass du über Radio anrufst? Over. Deine Mutter hat ja schon angeboten, dass sie vielleicht halbtags. Höchstens was? Halbtags. Höchstens was halbtags. Hast du?
Ach, jetzt versteht er mich überhaupt nicht mehr. Oma! Gib mir mal Papi. Hallo, Papi? Also, Omi wird da gar nicht mehr mit Anton fertig. Also, nein, das kann sie nicht mehr. Was fertig nicht? Papi, Jenny hat es doch gar nicht so gemeint. Mami muss doch kochen. Das kann man Oma noch gar nicht zumuten. Was meinst du, wie hungrig wir sind, wenn wir aus der anstrengenden Schule nach Hause kommen? Kochen kann ich ja nun wirklich. Und alles, was deine Mutter kochen kann, hat sie sowieso bei mir gelernt. Das wird doch nichts. Gib mal her. Hallo, Papi, hier ist Felix. Es geht nur darum, dass Mami nicht in der Schule bleiben kann. Wir brauchen sie zu Hause. Over. Keine Sorge, Mami. Wir schaffen schon, dass du nicht wieder in die Schule musst. Ich will aber wieder in die Schule, verdammt normal. Mami, du musst aber hier. Und wenn ihr alle durcheinander quackelt, dann verstehe ich sowieso kein Wort. Und der will einen Stützpunkt kommandieren. Ist manchmal einfacher als eine Familie. So, das wär's. Over and out. Oh Mann! Ja, Schwierigkeiten? Erster Schultag, neue Schule. Oh, schlimmes Manöver, du. Hat aufgelegt. Geht das jetzt weiter hier oder sollen wir den Rest im Garten schmeißen? Ach, dieses scheußliche Ding. Bring es mal nach oben in die Galerie. Das auch? Ja, ja, das auch? Ja, bitte. Ach, nee. Also, ich bräuchte denn ja allerdings ein bisschen Haushaltsgeld. Ja, natürlich kriegst du dein Haushaltsgeld. Hat Papi nicht gesagt, dass es für Oma viel zu viel wird? Nein. Klopf, klopf, klopf. Darf man stören? Oh. Ich wusste gar nicht, dass du so eine große Familie hast. Schnulli, was willst du denn hier? Ja, ich wollte nur zum Einstand. Oh, danke. Das ist sicher Felix. So, Kinder, jetzt macht euch mal ein bisschen nützlich. Sagt mal den Möbelleuten, wo die Sachen hin sollen. Komm rein, Schnulli. Ohne Mittagessen? Ja, dann geht er jetzt eben erstmal zur Imbissbude. Mutter, kannst du dich mal einen Moment um die Möbelleute kümmern und um die Blumen? Ja, dann komm rein, Schnulli. Wir sind nur noch nicht so ganz eingerichtet. Ja, ich wollte nicht weiter stören. Woher kennt er meinen Namen? Die kennen sich von früher, als du noch klein warst. Ein Jugendfreund? Du meinst, sie hatten was miteinander? Was ist, gehen wir jetzt zur Frittenbude? Das müssen wir observieren. Alex, du bist jetzt alleine zur Frittenbude und holst jeden von uns eine Wurst. Hm? Dann mach schon. Immer. Ich könnte ja einen Kaffee anbieten. Das macht man nicht. Wir haben keine Abhöranlage. Einer muss die Schmutzarbeit machen. Tja. Nun erzähl doch mal, wie geht's dir denn bloß? Ach, sehr gut. 19 Jahre ist das hier. Okay. Was meinst du, wie oft ich noch an diese Zeit zurückdenken muss? Und jetzt sind wir auch noch Kollegen. Ja. Ja, Schnulli, das ist schön. Sibylle, Schnulli nennt mich eigentlich keiner mehr. Nenn mich doch Heinz. Ja, klar, Schnulli. Heinz. Muss ich mich erst dran gewöhnen. Ach, das wirst du schon. Und deine Ehe? Ist sie immer noch glücklich? Ja, Heinz, sehr glücklich. Immer noch mit diesem Militär? Ja, immer noch mit diesem Militär. Wolfgang ist Kommandeur im Marinestützpunkt und wir hoffen, dass er so bald nicht wieder versetzt wird. Weißt du, diese ewige Umzieherei? Ja, du siehst, ich habe hier noch unheimlich viel zu tun. Aber das mit den Blumen, das war wirklich eine nette Idee. Ja, vielleicht, wenn du das nächste Mal kommen möchtest, rufst du vorher an? Ja, natürlich. Und? Stellen Sie es mal dahin, ich brauche den ja gleich noch. Wirklich schön, danke. Ja, sehr schön, die Blumen, junger Mann. So, ja, danke. Heinz? Wiedersehen. Wiedersehen? Ja, tschüss. Tschüss. Was starrt der denn so? Nur mal an die Arbeit. Schöne Blumen. Ja.
Meinst du, 100 Mark Haushaltsgeld für deine Mutter sind genug? Du, keine Ahnung, Sibylchen. Doch, mein Herz. Meine Kinder? Was denn? Die sind von Schnulli. Schnulli ist mein Biologielehrer. Wer zum Teufel ist immer dieser Schnulli? Ach, Wolfgang, du weißt doch, der aus Hamburg. Ach, der Typ mit dem. Der mit den Elchpullis. Und den Birkenstock-Sandalen, ja, der dem hinterher rannte. Wollt ihr dich nicht heiraten oder sowas? Ich habe ihn nicht dazu ermuntert. Außerdem war da ja nie was. Den gibt's wieder? Ja, den gibt's wieder, leider in unserer Schule. Aber das mit den Blumen, das hat er doch nett gemeint. Ja, sehr nett, ja. Das wird er auch sicher nicht wieder tun. Tue ich denn jetzt den Umschlag hin? Ich erinnere mich nur, dass er leicht lästig werden konnte. Du noch auf die Garderobe. Ja, das ist eine gute Idee. Da sieht sie gleich, wenn sie reinkommt. Oh, mein Sohn. Komm mal mit. Hm? Früh weg. Wir haben Admiral Mühe, da kannst du mal ein paar Blumen kaufen. Für 30 Mark? Ja, 30 Mark. Was Schnulli kann, das können wir doch schon lange, oder? Na klar. Papi, bleibt Mami denn jetzt in der Schule? Ja, sicher. Der erste Tag ist immer schwierig. Hm. Und, was ist jetzt? Sie bleibt. Ich spreche nochmal mit Papi. Das hat keinen Sinn. Sag mal, Moritz, es würde mich interessieren, was zwischen Mami und diesem Schnulli war. Er ist doch dein Lehrer. Nichts war. Tote Hose. Es war ja auf jeden Fall peinlich, als er hier mit Blumen ankam. Papi meinte auch, Schnulli konnte ganz schön lästig werden. Meine Damen und Herren, ja, bitte. Darf ich Ihnen unsere neue Musiklehrerin vorstellen, Frau Sibylle Schäfer? Na, endlich! Einen interessanten Hund haben Sie da, Frau Kollegin. Ja, das tut mir leid. Bringen Sie den jetzt immer mit? Nein, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich denke, dass Frau Schäfer für den Hund jetzt gesorgt hat. Haben wir denn noch einen Platz für die neue Kollegin? Aber natürlich, da werden doch schon die Blumen arrangiert. Hier! Oh. Hier. Das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen. Ich danke Ihnen. Allen. Ja, ich fürchte, ist der von uns. Ach, sowas haben wir doch noch nie gemacht. Keine Ahnung. Abgegeben vom Boten. Für unsere neue Musiklehrerin. Ach, das ist aber schön, Frau Schäfer. Der erste Tag und schon ein unbekannter Verehrer. Ja, ich fürchte, so unbekannt ist er gar nicht. Nein? Vielen Dank, Herr Nardini. Prego. Haben Sie denn vielleicht Herrn Dr. Bockmann gesehen? Nein, nicht gesehen. Bockmann? Donnerwetter, der geht heran wie Müllers Lumpi. Ich sagte singen, nicht grölen. Du auch, Moritz. Jawohl, Frau Schäfer. Also nochmal. Geh aus, mein Herz, und suche Freund in dieser schönen Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Mami, bist du böse?
Nein, ich bin nicht böse. Na, mein Guter. Das Essen ist gleich fertig. Ach, das ist ja schön, Mutter. Guck mal, da sind schon wieder so schöne Blumen für dich gekommen. Oh nein! Alexander, jetzt nimmst du die Blumen und wirfst sie im Garten auf den Kompost. Ja, Mami. Und kein Wort davon zu deinem Vater, hast du verstanden? Also die schönen Blumen. Ich hasse Blumen! Ach nee, sind die wieder etwa von Schnulli? Das ist doch völlig egal, von wem die sind. Was hat sie denn? Moritz, der Mann entwickelt sich zu unserer Geheimwaffe. So, meinst du? Ja, Schnulli, hier ist Sibylle. Sibylle Schäfer. Auch wenn du dich hinter deinem Anrufbeantworter versteckst, mal kurz Folgendes. Das erste Mal fand ich das ja sehr nett mit diesen Blumen. Aber jetzt ist langsam genug. Ich habe jetzt genug Blumen von dir, Schnulli. Ja? Danke. Kinder. Vielen Dank. Sibylle. Alexander, das Essen ist fertig. Och, Frikadellen? Omas Frikadellen sind sehr schön. Kein saftiges Steak? Felix, ich kann mir nicht vorstellen, dass du in diesem Haus bisher verwöhnt worden bist. Verlang keine Kunststücke von mir, wenn am Essen gespart werden muss. Für mich gibt's nichts Schöneres als deine Frikadellen, Oma. Aha, ja, da hörst du es. Zwei für jeden. Donnerwetter! Zwei ganze Stück? Nun iss gut, Felix. Jetzt iss! Oi, oi, das scheint ja eine richtig heiße Affäre zu werden. Es geht mich ja nichts an. Aber hier geht Kollege Bockmann zu weit. Hat die neue Kollegin keine Privatadresse? Ja, aber sie ist doch verheiratet. Also, ich finde das romantisch. Gut so? Da Capo. Sibylle, ich habe den Anrufbeantworter erst nachts abgehört, sonst hätte ich dich ja gleich angerufen. Ich meine, ich weiß auch nicht, was für Blumen meinst du denn? Ich meine, so eine kleine Aufmerksamkeit. Ich wusste ja auch nicht, wo ich da reinplatze. Da reinplatzt? Was steht denn da schon wieder? Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Schenk sie jemand anderem und hör endlich auf mit diesem Blumenterror. Soll alles noch mal so schön werden wie vor 19 Jahren? Es war vor 19 Jahren nicht schön! Frau Kollegin, was ist denn? Ach, lass mich doch hier nicht von jedem Trottel vorführen. Leider auch nicht verführen. Herr Bockmann, was ist denn los? Nee, aber das weiß ich doch auch nicht. Herr Kollege Bockmann hat etwas zu viel Geld für Blumen ausgegeben. Aber die sind doch nicht von mir. Einen Strauß habe ich ihr gebracht, nach Hause, mehr nicht. Herr Dr. Reckensiel, waren Sie das etwa? Zuzutrauen wäre mir es, ja. Na, einer muss es doch gewesen sein. Ich möchte diese Musiklehrerin nicht verlieren, meine Damen und Herren, damit das klar ist. Also lassen Sie diese Späße. Wer immer es war. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so anhalte. Ja. Gut, dass wir uns hier so treffen. Ich verstehe das alles gar nicht. Ich habe doch nur einen Strauß gebracht, hierher nach Hause. Das ist doch noch kein Blumenterror. Ich komme zwar im Moment nicht ganz mit, aber wenn ich mir da oben ein paar Haare hindenke, dann müssten Sie Schnulli sein, ne? Schnulli, ja, haben wir ja ganz recht. Heute heiße ich allerdings Dr. Bockmann, Karl-Heinz. Und es geht um Sibylle und um Blumenterror. Eben nicht. Einen Blumenstrauß. Ich habe doch früher auch immer so gerne Blumen mitgebracht. Und ich meine, es war immer alles in Ehren zwischen uns. Nicht, dass Sie jetzt denken, dass... Nee, das dauert jetzt wohl ein bisschen länger, ne? Mhm. Ja. Herr Müller, brauchst du heute nicht mehr? Tschüss. Vielen Dank.
Ein Härchen. Und dann wird getan. Danke. So, wir waren beim Blumenterror. Nun sagen Sie das auch schon. Und unter Vorbehalt. Ich habe nämlich noch gar keine Ahnung, wovon wir reden. Ach, danke sehr. Dann brauchst du mit mir nicht mehr zu rechnen. Deine Kinder hätten nichts zu essen gehabt, wenn ich nicht von meinem Geld eingekauft hätte. Du hast doch Haushaltsgeld. Haushaltsgeld. Die 20 Mark haben gerade für die Frikadellen gestern gereicht. Und dann hat Felix sich auch noch beschwert. Verstehe nicht. Entschuldige mich. Ach, Papi. Ich geh da mal raus. Jetzt sagt sie ihm, dass sie nicht mehr zur Schule gehen will. Das wissen wir doch nicht. Ich gehe lieber raus. Das ist unfassbar, was sich manche Leute einbilden. Dann so unscheinbare Typen wie dein Schnulli. Aber es sind ja meistens die Schlimmsten. Das ist eben eine Klette. Kennt man sowas. Allerdings mehr von Frauen. Ach, von Frauen, ja? Und wie du dieser Regina hinterhergelaufen bist, dieser blöden Ziege. Das war was anderes, hä? Das war was völlig anderes. Ich hab mir halt nicht gefallen lassen. Leute, hört doch auf. Wenn Mami nicht mehr zur Schule geht, können wir Schnulli die Füße küssen. Das wollten wir doch alle. Ja, schon, aber so. So, Mutter, wie war das mit dem Haushaltsgeld? Was war in dem Umschlag? 20 Mark. Und da wird man auch noch kritisiert. Ja, sehr gut, Mutter. Moritz, ich habe dir 30 Mark für Blumen gegeben. Was hast du damit gemacht? Blumen gekauft. Einen Strauß? Ein Strauß. Hast du vielleicht später noch einen Strauß gekauft? Ja. Ja. Und dann vielleicht noch einen? Papi, es ging doch nur darum, dass es nicht geht, dass Mami an unserer Schule und... Vielleicht vom Haushaltsgeld? Es war doch nur für einen guten Zweck. Moritz, das glaube ich nicht. Ich habe nie gesagt, sie sind von Schnulli. Ich habe sie nur geschickt. Das andere ging dann von alleine. Von Omas Haushaltsgeld? Moritz, das hätte ich von dir zu allerletzt erwartet. Mein eigener Sohn! Moritz, du hast das Haushaltsgeld genommen. Doch nicht für mich. Es war doch fürs Allgemeinwohl. Allgemeinwohl? Das Allgemeinwohl? Also. Sozialer Quatsch. Willst du dich auf den Arm nehmen? Was ist das denn? Sind die etwa für mich? Ab jetzt für Moritz. Nur heute, mein Mädchen, ist ja nun auch nicht so. Und so schlimm ist das. Ich kann das Geld doch erst jetzt. Komm, wein doch nicht. Ihr Moritz. Koch mal einen feinen Tee für die Nerven, ne, gar nichts? Lass mal sagen, komm. Das ist doch wieder gegessen. So schlimm. Ich hab alles gegessen. 'Cause we belong to